Auto ist das hier. Boah, ich kann nicht vorausstehen, ist das nicht praktisch? Ja, wir wollen auch in der Gurkensammlung bleiben. Weil, ja, wie soll ich sagen, der war aber nicht teuer, der war geschenkt. Den hat mir ein Zuschauer geschenkt. Aus unserer Community, der kam mit einem Trailer vorbei mit seinen Kollegen. Beziehungsweise da war wieder ein anderer dahinter, also so spezial halt so über drei Ecken. Und da habe ich dieses Auto geschenkt gekriegt. Ein Polo 86C Fox. Ein Liter Maschine, keine Leistung, keine Ausstattung. Also genau die, die halt keiner haben will eigentlich. Die auch nichts kosten. Aber der Moin Tobi, mein Hasi. Oh, der kann die, stimmt, gelben Scirocco kann man mal eben da, den kann man mal eben blau machen. Du bist ja unsere Top-Nummer nach Udo. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist der mindestens 15er 86C, den ich besitze in meinem Leben. Popgrill, ein mit der Ruhe. Ne, der Kühlergrill ist ja noch gut. Ich muss ihn da, ich kann ihn nicht mehr tauschen, weil ich habe den. Wenn du jetzt überlegst, pass auf, ich habe den hier mit, ich habe ihn mitlackiert. Siehst du, in einen Weg mit den ganzen restlichen Autos. Heißt, wenig Katastrophe, den zu tauschen. Moin, Janik, mein Hasi. So, pass auf. Ich will meinen Arsch jetzt mal mit euch. Hasis Daumen. Ich brauche Daumen. 250 Daumen, da geht noch was. Wir haben über 400 Zuschauer. So, pass auf. Erstmal habe ich diesen Polo hier ergattert. Ne? Moin, Reinhalle, mein Hasi. Lenny, ich weiß nicht, wenn ich so lange 3 spiele. Ich würde es immer mal online spielen. Das geht jetzt mittlerweile. Der ist eigentlich gar nicht mal so mega scheiße. Der hat ein bisschen Malaria hier, ein bisschen Malaria da. Läuft aber eigentlich ganz gut. Hat auch schon seit ein paar Jahren keinen TÜV mehr. Wie man ihn halt so kennt, ne? So eine Kiste ist das halt. Wie man es halt so kennt. Halt so eine typische 86C-Bude, wie die halt noch so. Ist eigentlich ein Wegwerf 86C. Ne? Aber irgendwie ist der noch gut genug, dass man mal raus basteln könnte. Und ich wollte immer mal ein Projekt versuchen damit. Es hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja immer den 86 von Manu stehen. Der ist ein Winterauto geplant bei mir wieder. Und dann habe ich gedacht, dass ich auf den 86 hier was Besonderes mache. Weil bei euch kommt, macht dieser eine Corsa so geil an. Dieser Redlock Corsa. Ich habe gedacht, aus dem Polo hier bauen wir uns eine echte Ratte. So mit Dachgepäckträger, rostige Motorhaube, diese ganze Scheiße. Low-Budget-Gurkenratte bauen, habe ich so überlegt. Ich weiß nicht, wie ihr die findet, aber der Wagen ist halt, ne, also zum Restaurieren ist der halt zu schlecht. Und zum hier richtig fertig machen ist er wirklich so schön, zu beschissen. Irgendwie so eine, vielleicht Sandfarben, genau, so sandfarbene Military-Wert eben mal draus basteln, so in der Art. Wer war ein anderes oder nicht? So als, ne, den habe ich geschenkt gekriegt und ihr wisst, ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ich habe gedacht, damit kann man den wenigstens würdigen, den Wagen. Dann ist da auch mal was. Fürs Gurkenmuseum, weißt du? Jetzt gerade ist er langweilig, ne? Aber später wäre er was fürs Gurkenmuseum. Dann können wir ihn verwenden. Der alte 100 ist verkauft. Ja, aber der steht noch in meiner Halle. Ne? Habe ich so gedacht. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal rein in den Chat hier. 86 als Red-Style-Projekt. Ich glaube, die Idee ist ganz cool. Olivgrün auf jeden Fall nicht. Muss auf jeden Fall sandfarben. Oder, also ich Richtung Militär würde ich gerne gehen, weil wir müssen NVA-Heim da rein oder sowas. Mit Flex-Fahrwerk, nee, im Fahrwerk kann TH Technics rein oder sowas. Ich will es auch tüffig machen, ne? Also ich will ihn jetzt nicht unbedingt direkt anmelden und fahren, aber ich will ihn auch nicht ruinieren. Mit Flex-Fahrwerk wäre halt ruiniert.